Willkommen zurück. Ja, dieser Teil wird sehr kurz. Ich werde jetzt nur dieses Grade Zero Handbuch quasi übersetzen. Und ja, wünsche viel Spaß damit. Ja, Draft Copy ist eigentlich eine, Draft ist ein Entwurf. Also das ist die Kopie eines Entwurfes und zwar der Version 1.04 des DLCs. Willkommen am Grade Zero. Und ja, Grade Zero lasse ich als Eigenbegriff wie immer stehen. Dir werden eine Anzahl von verschiedenen Bereichen des Grade Zero-Komplexes, also Gebäudekomplexes, auffallen, genau wie eine Anzahl von verschiedenen Maschinen. Kleiner Hinweis, ich habe hier Struktur tatsächlich mit Komplex, im Sinn von Gebäudekomplex, übersetzt, weil es in dem Fall tatsächlich doch ein bisschen passt. Und fast mehr Sinn macht im Deutschen. Wir entschuldigen uns für die großen Details, aber der Komplex und die dazugehörigen Mechanismen und Systeme sind irgendwie kompliziert. Die Ante-Chamber, ja, NT-Chamber, weil es ist nicht NT, also es ist nicht die Antikammer, sondern die Ante-Kammer. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll, aber okay. Du stehst im Moment in der Grade Zero Ante-Chamber. Obwohl du die Grade Zero Maschinerie durch das kleine Fenster sehen kannst, ist der Zugang zum Grade Zero Hinterhof nicht direkt von der Antechamber aus möglich. Um Zugang zum Blaster zu erhalten, musst du 5 Grade Zero Markers, kurz GMZs, in das Grade Zero System uploaden und dich über dein Nexus zum Blaster verbinden. Grade Zero Marker, kurz GZM, Uploads. Grade Zero Markers zu finden an zahlreichen Orten verteilt in der Höhle sind ziemlich einfach zu finden und wenn man die folgenden Schritte befolgt, einfach ins System uploadbar. Erstens. Wenn du einmal ein KI-Version 2.0 oder höher hast, wirst du immer noch ein Upgrade für dein KI brauchen, um Markerkoordinaten zu erhalten. Und hier ist noch ein Teilsatz, den ich jetzt kurz ausgelassen habe, weil es ein bisschen einfach beim Übersetzen ist. Hier steht noch, welches du, also bezogen auf das KI-Version 2.0, was du nicht haben solltest, wenn du dich hierher über das Nexus verbunden hast. Das, also bezogen auf das Upgrade, kann einfach gemacht werden, indem du dein KI in der Upload-Maschine in diesem Raum einfügst. Das erste Mal, wenn eine KI eingefügt wird oder ja eingesetzt wird, wird das System dein KI die Möglichkeit geben, Markers zu erhalten. Ja, ich habe Markers jetzt als Eigenwort stehen lassen, weil ich könnte auch Markierungen sagen, aber ich bleibe bei Markers. Wenn du 5 schwach leuchtende Lichter auf deinem KI siehst, dann hast du dein KI richtig eingestellt, um Marker zu erhalten. Zweitens, finde GZMs. Sie sind an verschiedenen Orten in der Höhle verteilt. Bitte denke daran, dass die Marker an einer großen Auswahl an Orten sein können, nicht nur die normalen Pfade. Wie auch immer, sei dir darüber bewusst, dass diese Marker nicht sichtbar sein werden, bis auf sie spüren ein geupgradetes KI innerhalb von einem 25-Fuß-Radius. 25 Fuß dürfte dann sein. 12,5 Meter circa. Na, ich habe kurz gerundet im Kopf. Drittens, bevor die Punkte, in dem Fall die Marker, sichtbar für das bloße Auge sind, solange nicht die Sicht durch irgendwas behindert wird, fängt ein kleines Licht auf deinem KI an zu blinken als ein Indikator. Wenn du einmal ein GZM siehst, wirst du es berühren müssen. Du wirst erkennen, dass du das GZM registriert hast, wenn eines der schwachen Lichter auf dauerhaft leuchtend gestellt wird. Ja, turns solid. Es wird ja nicht ja, solid. Das ist ein bisschen komisch im Englischen, wenn man es so übersetzt, aber ja.
wenn es halt anfängt dauerhaft zu leuchten. Viertens, wenn du einmal 5G ZMs hast und natürlich auch 5 dauerhaft leuchtende Lichter auf deinem KI, wirst du hierher zurückkehren müssen zur Antichamber und deine GZMs in das System uploaden. Du kannst dieselbe Maschine dafür benutzen, welche du auch benutzt hast, um dein KI für die Aufgabe zu initialisieren. Der Great Zero Courtyard, also eigentlich der Hinterhof. Erstens, wenn du die 5GZMs geuploadet hast, wirst du einen neuen Link in deinem Nexus finden. Dieser Link wird dich zum Great Zero Courtyard bringen, der zentrale Ort des Great Zero Neutrino Dispensers. Was ein Neutrino ist, ich glaube, das hat irgendwas mit Neutronen, könnte das zu tun haben. Dispenser ist ein Spender. Zweitens. Du wirst eine andere Upload-Maschine innerhalb des Hofes finden und dazu auch noch ein paar Türen auf der Rückseite des Raumes. Great Zero Calibration Center Access, also das Great Zero Kalibrierungszentrum Zugang. Tolles Wort. Erstens, das Kalibrierungscenter, welches sich hinterhalb des Hinterhofes befindet, kann nicht betreten werden, wenn nicht ein KI mehr GZMs registriert hat, also mehr als die 5, die man braucht, um zum Hinterhof zu kommen. Das Registrieren wird auf dieselbe Art gemacht wie oben aufgelistet. Du hast eine neue Reihe von schwachen Lichtern. Wenn GZMs gefunden werden, werden sie auch dauerhaft leuchtend werden. Also quasi das gleiche wie oben. Zweitens. Wenn einmal das zweite Set von GZMs geuploadet worden sind, entweder in den Hinterhof oder in der Antichamber, werden die Türen, die zum Kalibrierungscenter führen, sich automatisch öffnen für dich von diesem Zeitpunkt an. Das Great Zero Calibration Center. Oder das Great Zero Kalibrierungscenter. Erstens. Das Wichtigste am Kalibrierungscenter sind die 4 Great Zero Maintenance Units, also die Great Zero Wartungseinheiten, kurz GZMU. Am Ende des Raumes, sowohl wie auch der Calibration Image, also der Kalibrierungsbildner oder Anzeiger. Zweitens. Wenn du einmal 20 GZ-Markers in eine der Upload-Maschinen, zum Beispiel in der Antichamber oder im Hinterhof, hochgeladen hast, wird dir Zugang zu den Maschinen gewährt und die Fähigkeit, eine neue Art von Markierern zu finden, welche als die Calibration Grade Zero Marker bekannt sind, wird dann freigeschalten. Gut, das wären dann die CGZM. Calibration Grade Marker, Moment. Calibration Grade Zero Markers, kurz CGZM. Es wird immer länger. Erstens, wenn du einmal das Grade Zero Kalibrierungscenter erreicht hast, muss dein KI nur den Kalibrierungsprozess durch synchronisierende Kalibrierungen mit dem Grade Zero an sich erfüllen. Zweitens, es gibt dort 4 Maschinen, die dir ermöglichen, die finale Aufgabe zu erledigen. Drittens, du musst eine der Koordinaten von einer der 3 Maschinen erhalten, die vierte ist noch nicht verfügbar, und den einzelnen Marker an dieser Koordinate finden. Ähnlich wie die früheren Markers wird dieser nur sichtbar, wenn du dich in einem bestimmten Radius darum aufhältst. Und du wirst ihn auch berühren müssen. Nachdem du den ersten gefunden hast, wirst du zum Kalibrierungscenter zurückkehren müssen und deine KI in eine der Maschinen einsetzen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wirst du in der Lage sein, eine der 3 Koordinaten in deinem KI lesen zu können. Viertens. Nach dem zweiten wirst du in der Lage sein, 2 zu lesen. Fünftens, nach dem dritten wirst du in der Lage sein, 3 zu legen. Sechstens, an diesem Punkt wird die vierte Maschine verfügbar. Siebtens, nachdem du den vierten Marker gefunden hast, wird dein KI kalibriert sein. Achtens,
Wenn das Grade Zero noch nicht eingeschaltet worden ist, wird es dann auch eingeschaltet werden. Ist das wahr, Lexman? Wir haben das offensichtlich nicht getestet. Neuntens, und du bist fertig. Gratulation. Wir vom DRC hoffen, dass dieses Dokument dafür gesorgt hast, dass du das KI besser verstehst und die Grade Zero Funktionalität. Wir hoffen also auch, dass es dir hilft zu realisieren, wie wichtig dein Erfolg ist, um zu helfen, den Grade Zero zu kalibrieren. Wir sind sehr dankbar für deine Unterstützung. Ist es ein bisschen zu schmalzig? Könnte ein bisschen übertrieben sein. Wieder, danke, dass du den Grade Zero besucht hast und wir schätzen deine Geduld und deine Unterstützung. Ja, interessant. Aber an dieser Stelle, ja, ich habe den Part ja als kurzen Anhangspart gemacht. Wenn ich den Part und ich sage, wenn gefallen hat, dann bitte beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann.